Hallo Freunde und willkommen zu Let's Play Pokémon Rubin. Diesmal bin ich alleine. Ja, unser Team sieht so aus. Steuerrack und Gardevoir müssen noch 34 werden. 35 werden. Ja, und wir gehen mal weiter. Und da kommt jemand auf uns zu. Maike, hier schaust du dich also noch. Hier schaust du dich also nach Pokémon um. Zeig mir, wie gut du geworden bist. Ich werde dich testen. Nun, das ist ein Kampf, also kämpfen wir. Okay, wenn du Lust hast. Verrückt ist etwas, was mich die ganze Zeit verfolgt und auf dem Kampf battelt. Um einen Kampf battelt. Donnerblitz wäre jetzt noch stärker eigentlich. Müsste es sein, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob beim Regen Elektroattacken stärker werden. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin immer für Kommentare gut zu haben. Ja. So. Donnerblitz! Britzel, Britzel, Britzel. Sollst du eigentlich nicht überleben? Weil ein Gardevoir ist schon sehr stark. Jetzt kommt ein Reptain. Kannst du eigentlich drinnen bleiben? Ich denke, meine Psychokinese wird es auch nicht standhalten. Ich meine, du bist nur ein Reptain, du bist schnell. Hast einen hohen Spezialangriff, aber aushalten ist nicht so dein Fall. Und du bist nicht schneller als Gardevoir. Aber Gewaldor ist schnell. So, dann haben wir gleich ein Gardevoir auf 35. Du bist verdammt gut geworden. Warum geworden? Ich bin die ganze Zeit perfekt. Nein, Spaß. Ich sage, du bist so gut, dass du überall nach Pokémon suchen kannst. Hier, das ist für dich. Probier's mal aus. Ich weiß, größtenteils improvisiere ich, weil ich nicht andauernd alles richtig lesen kann. Setze es ein und dein Pokémon fliegt dich sofort an jedem Ort, an denen du schon mal warst. Aber du brauchst den Orden der Arena von Baumhausen dafür. Nun ja, ich muss jetzt weiter. Bis dahin. Ciao, Leute. Der will ja eigentlich nur im Let's Play vorkommen, deswegen macht er diese ganzen Dinge, weil das ist ja so toll, in einem Let's Play vorzukommen wie diesem hier. Altaria versucht, fliegen zu lernen. Ja, wird ja auch mal Zeit, dass du eine andere Attacke bis auf Schnabel lernst. Ich glaube, langsam wird es Zeit, dass du auch deinen Game Power verlierst. Naja, aber dann werde ich nach diesem Part, werde ich dann mal nach einem Ort gucken, wo wir dann unsere Geheimbasis machen. Das heißt, ich werde diese Routen alle nochmal durchgehen. Dann im nächsten Part werdet ihr dann sehen, welche ich mir ausgesucht habe. Und ja, willst du nicht kämpfen? Ich laure in den Schatten und lebe in der Dunkelheit. Das ist mein Schicksal. Ich tauche auf, um dich herauszufordern. Schön für dich, und ich hab wieder die Uhr vergessen. Dass ich das jedes Mal vergesse. Ja, so weiter. Ninjas. Davor habe ich keine Angst mit Steuerrack. Einmal Felsgrab und du müsstest weg sein. Ja, Uhr, geh schon an, geh doch. So, Felsgrab. Und wie ich dieses Doppelteam hasse. Steuerrack ist ja allgemein mein Pokémon, das wirklich mal eine Linse, eine Zoom-Linse braucht. Weil es die Attacken hat, die einfach, weil es kaum Attacken hat, die immer treffen. Aber ich finde es gut, dass Felsgrab getroffen hat. Um einen Baum zu verstecken, um einen Baum zu verstecken, nutze den Wald. Wer würde freiwillig einen Baum zu verstecken, außer es ist ein Mobile oder ein Mogelbaum? Smogmog. Schmogmog. Smogmog. Irgendwie so.
setzen wir unseren Step ein. Ich war gerade so am Überlegen, ob Stahl vielleicht nicht effektiv gegen Gift ist, aber wäre schwachsinnig. Ich glaube eher umgekehrt war das. Nee, Gift kann Stahl überhaupt nichts anhaben, das war das. Yay, du triffst nochmal. Der hat noch ein Pokémon, das weiß ich. Das habe ich eben noch gesehen. Ich weiß nicht, welches. Und es ist noch ein Smogmog. War irgendwie zu erwarten. Wir können es ja mal mit Eisenschwert versuchen. Es regnet weiter. Wird es auch die ganze Zeit. Das heißt, unser Surfer wird stärker. Ich glaube, zu 50%, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, Step, Regen, das tut weh. Yay, Eisenschweif. Steuerrack entwickelt sich, glaube ich, auf 42. Zu Stolos. Und Stolos wird stark sein, das sage ich euch, Leute. Dim, 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 dim. Dim, dim. Auch die Granabeere haben wir jetzt. Ja. Oft genug. So, wir wollen dann aber auch jetzt weitergehen, denn die Zuschauer sollen sich hier nicht an den Pflanzen beschäftigen. Oh, wir sind da. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Hab gedacht, wir brauchen noch ein bisschen. Naja, egal. Steht mal, wir haben gerade mal 5 Minuten aufgelaufen. Ach ja. Entschuldigung für meinen Genanfall. So. Ja, Steuerer, kannst weiter vorne bleiben. Wie soll man da hinten dran kommen? Weil da ist ja so ein Haus für Dingsbums. Dingens von Bums. Hier kann man im Übrigen auch noch, ich glaube, das war in diesem Haus da. Oder in diesem, ich weiß es nicht genau. Kann man sich Items für die Geheimbasis kaufen. Wir kaufen sie uns aber später, erst wenn wir in Dings waren. Ich habe die Stadtnamen vergessen. Seegras Ulb City, glaube ich. Ich glaube, so heißt die Stadt. Naja, bin mir nicht so sicher. Ich gucke gleich nochmal auf der Karte, dann sind wir uns sicher. Oh, Goldini, ich glaube, du kannst noch gar keine Stahlattacke lernen. Oder überhaupt gar keine lernen. Außer per TM und VM. Ja, scheint wirklich so. So, und jetzt finische ich dich mit Metallklaue. Hast aber recht oft mit deiner Fugenschlag getroffen. Yay, gefinished. So, mein Kopf tut ein bisschen weh. Weil ich gerade so eine blöde Sitzposition habe. Naja, ist halt blöd, wenn man noch keinen Schreibtisch hat. Ah, Nase juckt. Ach, ist nur ein Weimar. Ja, das kriegen wir auch schon hin. Steht mir, das wird jetzt keine so übel starke Attacke haben, dass er uns mit einem einem Schlag finisht. Ja, besiegt. Ein Schirm kann nicht vor Attacken der Pokémon schützen. Er steht mal vor Regentanz schon. Wir haben noch Zerschneider dabei, ne? Ja, haben wir. Apropos Zickzacks, hast du ein Item für mich? Yay, hast du. Ich weiß gar nicht, was ihr beide tragt. Du trägst Seidenschal, stimmt, für Geheimbauer. Du trägst zum Zauberwasser für Surfer, genau, so war das. So, wir wollen dann aber auch hier rein. Ich weiß nicht, ob ich euch gesagt habe, aber den Rätselhaus, das mache ich nach der Pokémon-Liga. Das heißt, machen wir in Ruhe nach der Pokémon-Liga, weil dann machen wir
Weil das Rätselhaus kann man öfter machen und das machen wir dann mal in Ruhe. Ja, ich sollte wirklich mal lagern gehen. Was brauchen wir denn jetzt nicht? Ach, den einen Feuerheiler. Wird mich schon nichts umbringen. Und vielleicht brauche ich ja einen Sonderbonbon irgendwann mal. Wir gehen ganz kurz lagern, weil wenn wir noch wichtige Items finden, jetzt nicht so unwichtig wie hier das Sonderbonbon, sondern richtig wichtige. Ja, brauchen wir auch Platz. Mikes PC. Item lagern, ablegen. Fangen wir von unten an. Sonderbonbon. Blattstein. Hypertrank noch nicht. Fluchtseil, weiß ich gerade nicht. Feuerstein. Top-Genesung, EP-Teiler. Top-Genesung, die brauche ich nicht. EP-Teiler. Die Flöten, die brauche ich schon. Mondstein brauche ich nicht. Kingstein. Top-Ether. Hyperheiler, lass schon mal drinne. Okay, dann haben wir mal geleert. Aber ich will noch den Supertrank, Hypertrank nach oben machen. Ja, das ist so blöd in der alten Generation. So, also in der, noch in Rubin und Saphir, aber dann haben die es ins Markt geändert. Finde ich gut. Ups, ups. Ja, aber es dauert auch ein bisschen zu lange. Was ist denn das? Gibt's hier was? Schaut so verdächtig aus. Egal, gehen wir mal. Die Stalker. Ich mein Paparazzis. Oh, du bist Maike. Hallo, erinnerst du dich an uns? Zeigst du uns, wie stark du geworden bist? Okay, das war das Stichwort. Klar, warum nicht? Ich habe auch nichts zu tun, außer die Pokémon-Liga herauszufordern. Und Champ zu werden und sowas. Unwichtiges. Nee. So, Eisenschweif und Lehmschuss. Das müsste ein One-Hit werden. Falls ihr denkt, Magneton, Magnetilo oder Magnetzone haben Schwebe, das ist falsch. Die scheinen zu schweben, aber in Wirklichkeit haben die keine Schwebe. Die können auch gar keine haben, nicht mal mit versteckter Fähigkeit. Das ist jetzt unfair. Ja, Fassade und dann bist du auch weg. Komm, du schaffst es. Nein, natürlich nicht. Komm, aber du. Steuerer, komm, zeig's ihm. Geht doch. Auf dich ist nämlich immer verlassen. Obwohl das eigentlich mein Anfangs-Pokémon sein müsste, auf dem immer Verlass ist. So, okay. Das Interview war aber... was? Das war aber ein intensiver Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Nein, natürlich nicht. Wow, das war's. Das war was. Seit unserem letzten Kampf bist du stärker geworden. Viel stärker. Unser Gefühl, du würdest ein heißer Trainer werden, hat uns recht gegeben. Was meinst du? Dürfen wir dich noch einmal interviewen? Nein. Oh, okay. Aber gib nicht auf. Wir werden dich weiter im Auge behalten. Ja, okay. Hab nix dagegen. Oh, ich hab noch Formio, Team. So, dann kämpfen wir auch gegen dich. Mein Pokémon ist stark. Wie sieht's mit deinem aus? Ist auch stark. So, du hast Wablue. Auf Level 30. 5 Level und es entwickelt sich. Fassade.
Ja. War halt Fassade. Noch einmal Fassade. Wir nehmen 11 Minuten schon auf. Deine Pokémon sind stärker. Komm, ich will noch weiterentwickeln in diesem Part. Maike, hi. Es ist lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde. Nein, nein. Statt es zu beschreiben, zeige es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Maike, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja. Maike, zeig mir deine wahre Stärke als Trainer. Treu setzt Devonscope ein. Ein unsichtbares Pokémon wird sichtbar. Das erschreckte Pokémon greift an. Oh mein Gott, das ist ein Kecleon. Das hat man nämlich jetzt gesehen. Und steckt mal, so viel Pokémon-Wissen müsste man haben. So, da jeder seine Fähigkeit kennt, machen wir jetzt erstmal Lebensschuss. Es wird die Initiative gesenkt und du wirst vom Typ Boden durch deine Fähigkeit Farbwechsel. Setzt jetzt erstmal Psystreu ein, was mich recht nicht juckt. Wir setzen Surfer ein und du bist weg. Gewonnen! Oh, hat das wenig abgegeben. Tut mir leid. Bemerkenswert, dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben in Faustdauerhafen. Ich möchte dir diesen Devonscope geben. Wer weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Ja, eventuell, unter bestimmten Bedingungen. Maike, ich liebe es, Trainer und Pokémon zu sehen, die fest zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Nun, mach's gut. Wir sehen uns. Okay, ciao. Wäre nur interessant gewesen, hätten die gesagt, mit welchem Pokémon der wegfliegt. Oh, willst du mich jetzt nicht mal flüchten lassen, oder was? Ich will jetzt gerade wissen, wie es hier aussieht. Dann zeige ich euch mal, wie eine Basis aussieht, falls ihr das noch nicht gesehen habt von mir. Altaria, setz kein Power ein. So sieht's dann aus. Ich mach mir jetzt erstmal ja, damit ich hier ein bisschen erkunden kann. Oh, hier sieht's doch recht hübsch aus. Naja, aber ich guck mal weiter. Offscreen. Jetzt noch nicht, weil wir haben noch 6 Minuten. Und ich möchte in diesem Part noch die Entwicklung von Morabild schaffen. Hier ist noch was Unsichtbares, damit ihr es wisst. Falls ihr die Edition nicht kennt. Greifst du jetzt auch an? Ja, du greifst an. Komm, machen wir noch ein bisschen schneller. Ich meine, die Taktik müsste ja jetzt jedem bekannt sein. Deswegen sehenswert ist das jetzt nicht so wirklich. Wir finden einen Netzball. Ihr habt auch noch nicht gesehen, wie man das in der Höhle macht, weil hier solche Vierecke kann man nämlich auch machen. Gucken wir uns einmal eine Höhle an, die habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Altaria, kein Power. So, dann zerbricht das und es ist mickrig hier. Also, da will ich keine haben. Ach bitte, das bisschen, das kriegen wir hin, dann entwickelt sich Morabild jetzt. Yay, Weiterentwicklung. Hey, Morabild entwickelt sich. Wow, woher wissen wir das bloß nicht? Warum wussten wir das nicht schon vorher? Nein, Spaß. Glückwunsch, dein Morabild wurde zu Sumpex. Yay, Sumpex. Auch wenn der Sprite von nicht so toll aussieht, ist Sumpex einfach stärker als Morabild. Und das ist der stärkste Starter, den es gibt, laut PokéWiki. Der Basiswerte. Ja, der Angriff ist bald auf 100, das gefällt mir schon.
Sehr, die Verteidigung und die Spezialverteidigung sind hoch. Initiative brauchen wir jetzt nicht wirklich. Dafür haben wir Gardevoir und Altaria. Aber mehr Gardevoir. So, dann wollen wir mal. Was hast du hier? Ein Supertrank. Jetzt gehen wir kurz unsere Pokémon heilen, dann kaufen wir einen und dann, falls wir es packen, gehen wir noch in die Arena rein. So, ich mach mal ein bisschen auf schneller. Ich meine, wir sollten auch nicht ewig brauchen. So, wir wollen Hypertränke. Wie viele hatten wir? Ich bin noch so im Smaragdfieber. 3 und 15 Sprudel und 50 Supertränke. Tränke. Okay, dann machen wir hier mal erstmal. Es waren 3. Laut meinen Augen. Hier machen wir nochmal 5. Gegengift haben wir. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Ist ja nur eine. Ach, ist jetzt kein Wunder, dass es eine Flugarena ist. Im nächsten Part hättet ihr es ja. Also, ihr würdet das doch jetzt eh sehen. Nach vorne stelle ich. Ja, Gardevoir. Auch. Sind alle gut in der Arena, wegen eigentlich ist jeder geeignet für die Arena. Ich glaube, Altaria habt ihr noch nicht gesehen. Nehmen wir mal Altaria nach vorne, einfach nur, weil ihr es noch nicht gesehen habt. Glaube ich zumindest. Ja, dann sehen wir mal, weil hier ist auch eine Versperrung, deswegen mussten wir ja gerade den anderen Weg lang. Ist unsichtbare sichtbar, es erschrockt und flieht in den Baum rein. Ah, gehen wir in die Arena. Ich mag die Arena. Ich mag generell Flug-Pokémon. Ich bevorzuge Drachen, Psyche und Eis, aber es geht. Ich mag Flug-Pokémon auch, sind keine schlechten Pokémon. Eigentlich spiele ich immer mit einem Flug-Pokémon. Man kann aber auch da verzichten. So, sieht Altaria von hinten aus, falls ihr es noch nicht wusstet. Soll ich mal Feuer-Odem einsetzen oder lieber Eisstrahl? Das ist jetzt nicht so stark, also können wir mal Feuer-Odem zeigen. Man merkt schon, Altaria haut wesentlich mehr rein als Wablu und hält auch viel mehr aus. Finde ich toll. Ich mag Altaria sehr. Es könnte auch sein, dass ich eine Vorliebe für Drachen-Pokémon habe. Naja, mehr für Psycho, aber auch für Drachen-Pokémon. Drachen-Pokémon finde ich generell toll. Ja, die Trainerin schaffen wir noch. Wipke hat mich persönlich geschult. Du wirst kein leichtes Spiel mehr haben. Hoffe ich zumindest. Dass ich kein leichtes Spiel haben werde. Dann machst du mindestens etwas Spannung hier rein. Doch, wir werden ein leichtes Spiel haben. Zeigen wir dir mal den Eisstrahl, den ihr schon kennt. Ich bringe ja Eisstrahl meistens den meinen Wasser-Pokémon bei, weil die es einfach nötig haben, aber Sumpex hat einfach einen größeren Angriff, deswegen wäre fast ist einfach Fassade ein bisschen besser. So, und ich denke mal, das ist jetzt auch nicht zu kompliziert. Ja, das haben die dann ein bisschen komplizierter, glaube ich, gebaut. Oder warte mal. Ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Es geht nur so, oder? Ach so, so geht's noch. Gecheckt. Nee, verwirr mich nicht. Ah ja, so. So, kleiner Trick. Ich kenne mich mit der Arena nicht so gut aus, weil ich die nicht so oft gemacht habe. Aber ich denke mal, im nächsten Part machen wir die Arena dann weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.